Wir feiern Ostern, das wichtigste Fest der Christen, das Fest der Auferstehung Jesus Christus. Meine lieben Freunde, ich möchte euch heute darüber berichten, was geschah. Und wenn ihr Kinder habt, dann bitte ich euch, dieses Video mit euren Kindern anzusehen, damit eure Kleinen dieser Erzählung lauschen können. Ich glaube, dass es auch den Kleinen gefallen wird. Ostern. Was war damals passiert? Jesus ritt am Palmsonntag, der Sonntag vor Ostern, auf einem Esel nach Jerusalem, um mit den Juden ein besonderes Fest zu feiern. Sie nennen es das Pascha-Fest. Auch heute noch kommen viele Besucher nach Jerusalem, um den christlichen Glauben am Pascha-Fest zu feiern. Alle Menschen jubelten Jesus zu, denn sie hatten gehört, dass er armen und kranken Menschen geholfen hatte. Er war ihr Retter, und sie riefen ihm zu: Er ist gesegnet, denn er kommt im Namen des Herrn. Sie legten Palmzweige um die Straße, um ihn zu ehren. Den Stadtoberhäuptern passte das aber keineswegs. Sie wollten nicht, dass Jesus wie ein König gefeiert wird, und wollten ihn weghaben und ihn somit zum Tode verurteilen. Am Gründonnerstag feierte Jesus mit seinen 12 Jüngern, den Aposteln, das Abendmahl. Beim Essen brach er das Brot, um es mit seinen Freunden zu teilen. Auch den Wein teilte er mit ihnen. Aber Jesus ahnte, dass er an die Stadtoberhäupter verraten würde, und sprach zu den Jüngern: Einer von euch wird mich verraten. Noch ehe der Hahn kräht. Aber Jesus wusste, dass er ans Kreuz genagelt wird, um zu sterben. Doch er wusste auch, dass er stärker ist, stärker als der Tod. Deshalb sagte er zu den Jüngern, dass er nach seinem Tode zurück in die Stadt Galiläa kommen würde. Alle Jünger schwörten, dass keiner ihn verraten würde. Aber es passierte dennoch. Denn Judas Iskariot verriet ihn. Für seinen Verrat belohnte man ihn mit viel Geld. So wurde Jesus festgenommen, verurteilt und am Karfreitag ans Kreuz genagelt. Soldaten flochten ihm eine Krone aus Dornenzweigen und setzten diese auf seinen Kopf. Und sie schlugen und bespuckten ihn. Als Jesus starb, waren seine Jünger sehr, sehr traurig. Einer seiner Freunde mit Namen Josef wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in eine Höhle. Dann rollte er einen schweren Stein vor das Grab, um es zu verschließen. Am Ostersonntag kamen einige Frauen zu der Grabstätte, um Jesus nach altem Brauch zu ölen. Doch sie erschraken, als sie am Grab waren. Der schwere Stein war zur Seite gerollt und der Leichnam Jesu war verschwunden. Ein Engel saß davor und er sprach: Jesus ist nicht mehr tot. Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Trag die Kunde hinaus in die Welt. Und weiter sprach er: Jesus geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es vorausgesagt hatte. Die Frauen flüchteten, doch aus Angst erzählten sie es niemandem. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig und begegnete Maria Magdalena, seiner Ehefrau, die aufgeregt zu den Jüngern dann lief und rief: Jesus lebt wieder! Aber sie glaubten ihr nicht.
Die Ostergeschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Zwei Jünger, die sehr traurig über den Tod Jesus waren, machten sich auf in das Dorf Emmaus. Auf ihrem Weg begegneten sie Jesus, der sie begleitete. Doch sie erkannten ihn nicht und sie hielten ihn für einen Fremden. Beim Essen, als er mit ihnen das Brot teilte, erkannten sie ihn. Daraufhin eilten sie nach Jerusalem zurück, um es allen zu erzählen. Jesus lebt wieder! Danach hat Jesus wieder die Erde verlassen. Zurück zu Gott, seinem Vater, in den Himmel. Allerdings ist das wieder eine andere Geschichte. Christi Himmelfahrt, 39 Tage nach Ostersonntag. So hatte es sich damals zugetragen. Und so wollen wir beten und Gott danken, dass sein Sohn Jesus all die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Amen.